Jo, liebe Freunde, grüß euch. Back on the track. Ja, schön, dass ihr schon alle da seid. Grüß dich, Marion. Hast du das Buch durchgelesen? Mein Buch. Würde mich deine Meinung mal interessieren. Und hallo Frosty, schön, dass du da bist. Ja, wenn ihr das Rauschen hier im Hintergrund hört, das ist meine Klimaanlage. Aber das hatten wir schon beim letzten Mal. Und ja, für alle, die nicht dabei waren, vor 2 Tagen habe ich ja eine Art Live-Hangout gemacht, um zu erklären, warum letzte Woche keine Streams waren. Ich war ja sehr krank, hatte bis zu 41 Grad Fieber, das über 4-5 Tage, war wirklich brutal. War auch eine Nacht im Krankenhaus, wo gecheckt wurde, ob ich eine Gehirnentzündung habe oder sowas. Also war wirklich brutal, aber ich bin zurück, der Lebensfunke glimmt wieder bei mir, ich bin guter Dinge und ich freue mich heute auf Peter. Peter wäre ja letzte Woche dran gewesen, aber bedingt durch meine Fieberanfälle ist der Stream leider auf heute verschoben worden, aber wir holen den heute nach und wir freuen uns alle auf Peter. Markus, ich grüße dich. Finn, Heidi, ich grüße dich auch, moin. Und ja, Michael Myers, grüß dich. Es geht mir auf jeden Fall besser, Michael Myers. Es war, also ich sag mal, in dem ganzen Jahr, wo ich diesen Channel ja schon gemacht habe, also habe ich ja nicht einen Stream abgesagt, muss ich ja so sagen. Aber letzte Woche war wirklich einfach, ging nicht. Ich habe es nicht mal geschafft, meinen Kleinen früh zur Schule zu bringen. Aber okay, danke dir, Marion. Ja, war wirklich heftig. Aber gut, wir wollen ja heute nicht über mich reden, aber es freut mich, dass ihr mir Glückwünsche sendet, Genesungswünsche und euch freut, dass es mir wieder besser geht. Und zur Feier des Tages habe ich unseren Special Guest wieder eingeladen. Und ja, er ist schon ganz heiß drauf und schreibt mich schon an, warum ich nicht anrufe. Ich rufe ihn an. Let's go. Yo, Buddy. Peter? Jo. Ja, grüß dich. Gemach. So schnell war ich es auch nicht, ja. Genau. Also, ja. Alter Mann, Skandetzug, gell? Ja, richtig. Und ich musste mich ja auch erstmal den Leuten hier erklären, warum ich letzte Woche nicht da war. Weißt du? Ja, kein Stress. Alles genau, gut. Genau. Wir sind ja unter uns. Wir sind unter uns, ganz privat, richtig. Hört ja auch keiner zu. Naja. Genau. Ja, also hast du auch mitbekommen, ich war ganz schön krank. Ja. Und jetzt geht es mir aber wieder besser. Und weil Frost hier gerade im Chat fragt, wurde eine Diagnose gestellt? Nee, es war, glaube ich, wirklich letztendlich so eine brutale Sommergrippe. Könnte man fast so sagen. Weißt du? Hat sich aber voll umgehauen. Komplett. Also ich hatte in meinem Leben noch nie solche Fieberanfälle, muss ich wirklich sagen. Ja. Und okay, pass auf, jetzt lassen Sie sich viel rumlabern. Wir wollen gleich zum Thema kommen, weil eigentlich hätten wir das schon letzte Woche besprochen. Wir hatten ja über Instagram Kontakt, wo du mir auch so ein bisschen so eine Themenrichtung vorgegeben hast. Die ist mir natürlich jetzt entfallen. Ja. Ich schaue aber kurz nochmal nach. Lass mich mal kurz durchlesen. Genau. Also es geht ja eigentlich heute mit den Drogen los, oder? Das geht heute ziemlich intensiv los, ja. Ja, genau. Crystal wird eine Rolle spielen? Crystal wird eine Rolle spielen, ja. Mhm. Und dann Poppers, ja, okay, weiter. Mhm. Chloraethyl. Das musst du mir erklären dann, okay. Sonst ein bisschen Alkohol, ein bisschen Koks, ein bisschen Speed und so. Opium hast du auch geschrieben. Opium habe ich auch geschrieben, ganz genau. Hast du schon mal Opium konsumiert? Nicht bewusst. Nicht bewusst, weil ich habe ja 2 Jahre lang Opium konsumiert und weiß einfach, dass das eine sehr, sehr exotische Droge ist, die man so als deutscher Staatsbürger sehr schwierig bekommt, wenn man jetzt keine Connections in die iranische, afghanische Community hat.
Ja. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich hatte es mal mit dem schwarzen Afghanen zu tun gehabt. Ja, mit einem schwarzen Afghan, also du meinst das Haschisch. Ja, Ja, du bist halt aber genau. lustig aufgelegt, Ganz anders. Peter, hä? Du wirst mich ein Ja, bisschen warum necken nicht? heute. Ja, ich verstehe schon. Oh, hey. Okay. Also, Muss wir. nicht immer broternst bleiben. Nee, ist ja richtig, ist ja richtig. So, lass uns mal anfangen. Wo waren wir denn beim letzten Mal stehen geblieben? Das war doch. Ah ja, das war die Domina-Geschichte. Ganz genau, ganz Mit genau. dem Schlachterzimmer und den ganzen Geschichten, richtig? Genau, mit dem Schlachterzimmer, mit der Streckbank, Ja. elektrisch, ich glaube, das habe ich genau ein bisschen beschrieben. Elektrische Elektrischer Streckbank. Flaschenzug zum Aufhängen. Oh gut, das Ele hast du. ja, Okay. nö, das war so genau, habe ich es noch nicht beschrieben gehabt. Ja, mach doch da mal weiter, bitte. Aber, jo, also die Ausstellung kannst du sagen, gut, vom Adult Zimmer, also vom Ageplay hatte ich ja erzählt gehabt, dass ich so ein Zimmerchen hatte. Und ja, dann die Streckbank, der normale Thron, was halt eben Standard ist, Andreaskreuz. Dann verschiedene Gummifetisch-Sachen. Wir hatten auch ein eingerichtetes Gummizimmer, inklusive ja, Gummizelle, so wie man es aus der Klapse kennt. Ja, was turnt Fand Leute ich an der also. Gummizelle an? Ah, was turnt Leute in der Gummizelle Also an? werden die da auch in Jo. einer Zwangsjacke reingepackt und die finden das geil, in so einer Ja, Zwangsjacke zu sein? klar. Ach ja, okay, ach so, gut, okay. Klar. Ja, das Ansonsten macht weiß es ja ich keinen alles nicht, Sinn. Peter. Ja, Ne? ist ja kein Thema, ist ja kein Ja, Thema. Deswegen versuche ich ein bisschen Licht in Genau. Ins die Dunkel. schöne Seite In der unser BDSM profanes zu führen. Dunkel zu bringen. Jo, hier. Ja, also es ist halt eben, du hast die Gummizelle, dass du dich nirgendwo dann verletzen kannst. Also sie ist wirklich eins zu eins ausgestattet, wie du es aus den Filmen kennst. Weißer Raum mit dem Lederüberzug oder dem Gummiüberzug, waschbar, etc. Und dann die Leute halt eben in die Zwangsjacke reinzubringen. Ja, das Ganze kannst du dann so weit treiben, dass du die Leute einfach nur einsperrst. Weil viele Leute, das ist einfach nur der Kick. Die wollen aber 1, 2, 3, 4 Stunden eingesperrt sein, wollen dann ab und zu mal beschimpft werden, bespuckt werden, niedergemacht werden. So dass sie ihr eigentliches Ich vergessen. Und einfach nur ein Stück, sorry, den Ausdruck, aber einfach nur ein Stück Scheiße sind. Ja. Die wollen nicht anders sein. Es gibt so Leute, denen ist es eine Genugtuung, wenn sie so behandelt werden. Männer wie Frauen. Ja, also dieses Ausgeliefertsein. Ja. Okay, ja. Und es hat ja alles irgendwo mit Sexualität zu tun, richtig? Ja, genau. So, und ich versuche es mir jetzt gerade vorzustellen. Also da lässt sich jemand in einer Zwangsjacke in die Gummizelle packen für ein paar Stunden. Wo findet da irgendwelcher Sex statt dann? Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. Du als, sag ich mal, als Normalo, für dich ist Sex deine körperliche Befriedigung. Ja. So. Und das, wo viele BDSMler nach streben, das ist im Prinzip der Kick, der nicht der körperliche Orgasmus ist, sondern der mentale Orgasmus. Und da liegen Welten dazwischen. Hat man ja schon oft im Stream hier, diese Unterscheidung. Genau. Und also ich kann jetzt auch noch von mir reden, beziehungsweise von anderen Leuten, die ich kenne. Und bei mir ist es so, der körperliche ist für mich gut, der passiert. Aber dem gebe ich keine große Bedeutung mehr zu. Das ist einfach mal, um Druck abzulassen. Und das andere, du bewegst dich in einer anderen Welt drin. Das ist, wie soll ich es dir jetzt erklären? Es gibt Menschen, die stehen drauf, fixiert zu sein, unbeweglich zu sein. Das ist dann für die schon Genugtuung, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Dass sie fixiert sind. Den Druck von den Seilen, von der Folie, von den Ketten, von dem Leder, von dem Gummi, von der Maske, etc., etc. Weil du gibst ja im Prinzip dann auch deine Persönlichkeit ab. Wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, wenn du in der, ja, manch einer wird sagen, jetzt Opferrolle bist, aber in der Devotenhaltung bist. Was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, wie man so. Oh. Peter? 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 Peter ist gerade weg. Bist du noch da, Peter? Ich rufe dich nochmal an.
Ja, grüß dich. Grüß dich. Hast Warst du gerade den hier weg. angerufen? Ja, Du warst okay. gerade weg irgendwie. Gut, ich stelle mal die Frage, die ich gerade gestellt hatte, okay? Ja. Für mich ist es immer noch nicht wirklich nachvollziehbar, wie einem, das durchzieht ja und die ganzen Streams irgendwo, wie es einem abgehen kann, wenn man so seine Persönlichkeit aufgibt. Peter? Ja, ich bin doch da. Ich Ja. versuch's dir gerade, ich versuch's dir gerade näher zu Okay, bringen. okay. Aber du verstehst, was ich meine, Ja. ja? So dieses, Ja, ich verstehe, was das ist. diese Loslösung Ich der eigenen verstehe es. Persönlichkeit als ultimatives Erlebnis. Ganz genau. Jetzt geh doch einfach mal von dir aus. Wenn du Zähne in der Nase hattest, Ja. hattest du doch eine gewisse Geilheit. Brutal, ja. Ja, so. Aber du warst doch nicht mehr du selbst gewesen, oder? Naja. Jetzt geh mal ganz tief. Jetzt geh mal ganz tief in dich. Worauf ist es dir angekommen? Kilometer hin und her zu schieben im Bett? Deinen Druck abzulassen? Oder hast du nach was anderem geschaut? Du meinst, das ist meine Sexualität auf Crystal? Ja, genau. Meine Ich versuche dich vielleicht mal da auf den Weg hinzuführen. Na genau, also meine Sexualität auf Crystal war, und da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen, auf jeden Fall gesteigert als im Normalzustand, enthemmter, skrupelloser und triebiger. Aber auch gepaart mit Gefühlskälte, Einsamkeit und einem absoluten Abfuck, wenn es vorbei war. Okay. Gut. Und um es nochmal abzurunden, sicher war ich in dem, wenn ich auf Crystal war, und Crystal ist ja nun schon eine echte Ansage, nicht der Sebastian, der ich clean gewesen wäre, aber ich war immer noch Sebastian. Okay, gut. Und das ist ja das Ding. Also, Gut. Und ich nehme an, du hast auch auf Crystal hast du auch einen Orgasmus gehabt. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Nach Stunden, wenn es dann wirklich soweit war, ja, mit einer Pulsfrequenz von 280 und fast einem Herzinfarkt über der Frau, ja. Aber da bist du schon mal fast bei deinen Gatling und kein bei einer AK-47 mehr. Ja, genau. So. Und die Orgasmen, wie waren die für dich gewesen? War das einfach nur Hurra, fertig, ich bin gekommen? Oder Nee, hattest du da noch mehr Intensität gehabt? die waren. Hattest du Blitz im Hirn? Naja, das war schon nicht mehr wirklich menschlich. Okay, Also gut. es war allumfänglich, das hast du schon vor. Also es war eigentlich wie eine Erlösung. Weil ich meine, du weißt ja, wie es ist, du rammelst da stundenlang und letztendlich wird es ja irgendwann auch zur Qual. Du willst kommen, du schwitzt wie ein Schwein, dein Herz pumpt ohne Ende. Und dann irgendwann kommst du, und das ist dann natürlich echt eine immense Erlösung, ein immens intensives Gefühl, aber das ist ja auch nur von kurzer Dauer. Und danach kommt ja das Loch dann, finde ich. Da kommt das Loch, genau. Ja. Aber kurz vor dem Loch, kurz vor dem Ja. Loch. Ja. Ich will jetzt nicht wissen, was körperlich bei dir abgegangen ist. Was ist bei dir mental abgegangen? Hast du es noch auf dem Schirm? Weil ich versuche dich jetzt dahin zu führen mit den Erfahrungen, die du hast. Ja, mental hat man sich natürlich komplett verändert. Man ist in einem totalen Tunnel drin. Ja, man ist sehr eingeengt in einem ganz engen Korridor, wo es wirklich nur um Sex und Befriedigung und Trieb geht. Und das ist ja das Problem. Dass man, also ich, dass ich auf Crystal eigentlich am Ende nur noch sexgeil war und eben alles andere war dann weg. Also ich hatte ja auch Crystal-Phasen anfänglich, wo ich noch Party gemacht habe, wo ich mit Leuten abgehangen habe, wo man früh um 4 auf der Straße rumgelaufen ist und das Leben gefeiert hat, aber das war ja nach 2, 3 Jahren vorbei. Ja, das ist ja, also, Das ist der Lauf der Dinge. genau. Und Steigerung finde ich ja auch immer, und das war ja bei mir so, wenn du dann anfängst, allein zu konsumieren. Also, wenn du mit dem Konsum von C eigentlich überhaupt kein Event mehr verbindest, sondern wenn du dich. Wo es gerade so ums Ziehen geht. Genau, Ziehen also, geht, genau. dich Ich habe vor den mich PC zu setzen und die Hose richtig. aufmachst und dann Richtig, loslegst. richtig, genau, das war ja meine Endphase. Das war meine Hier, wenn du noch Sexualität. so eine. Okay, gut. Das war meine Muss ich Sexualität am gerade Ende, zurückkommen. ja, dass ich eigentlich mit Ende 20 im besten Alter eigentlich einsam und allein
mir stundenlang vorm Rechner eingewichst habe. Ja. Geht mit anderen Dingen genauso. Koks, FreeMMC, Arsch, etc. Also, aber Christel, das ist immer unter dem Ferrari, was das betrifft. Ja, klar. Ja. Also, wie gesagt, also das ist der dieser mentale Orgasmus, das ist halt eben ziemlich schwer, jemanden. Ich kann es immer nur erklären, wenn jemand ähnliche. Stell dir einfach nur mal dein heftigster Orgasmus vor, den du hast. Oder hattest. Nur der geht dann nicht mehr unten weiter, sondern du legst oben den Schalter um. Du liegst dann auf dem Rücken, stehst oder sonst irgendwas. Und es zuckt nur noch im Hirn. Okay. Nicht mehr in der Buchse, dir ist die Buchse total egal. Und du hast nur noch Flex. Du kommst da vor, als wäre, ja, jeder kennt das Problem, wenn er manchmal zu schnell aufsteht, dass er plötzlich Sternstunden sieht. Weil der Kreislauf runter sagt. Und so ähnlich ist es dann. Wenn du dieses Gefühl einmal erlebt hast, dann ist der Rest eigentlich null profan. Und nichtig. Ja. Ist profan, dann, ja. Profan. Profan trifft es, glaube ich, das Wort. Ja. Ja. Wie lange hält so ein Zustand an? Tja, wie lange hält ein Zustand an? Das kommt drauf an, wie heftig die Stimulation ist. Okay. Ja, es kommt doch mal ans Eingemachte. Jetzt erzählen wir doch mal ein bisschen Details. Ja. So. Also ich erzähle jetzt mal von mir, wie es bei mir meistens läuft oder bei mir gelaufen ist. Also das kommt halt eben auf die Stimulation drauf an, dadurch, dass ich halt eben leicht masochistische Ader an mir habe. Also von der Grundperson her bin ich Switcher, ich kann dominant und auch devot sein, sadistisch und masochistisch. Die Begriffe sind klar? Natürlich, also solange ich dich nicht unterbreche, ist mir alles klar. Okay, so. Und wenn ich jetzt meine devotmasochistische Ader an mir habe. So. Ist das eine Tagesformgeschichte? Ja. Tagesformgeschichte, das ist wie mit dem Wetter. Kann man so sagen. Okay, also du könntest nicht wissen, was dich triggert, dass du einmal eher dominant bist und dann am nächsten Tag eher devot. Das weißt du jetzt nicht, woran das liegt. Das kommt dann auf den Zustand drauf an, dadurch, dass ich Switch bin. Ja. Das heißt, im Moment habe ich eher so meine dominantere Ader an mir, was meine Partnerin auch ziemlich merkt, Wo sie drauf steht. Ich immer sagen, kein Zwang, kein gar nichts. Ja. Und kommt halt eben dann auf das ganze Setting drauf an, wie du dich fühlst, wie du drauf bist. Manchmal brauche ich heftige Sessions, um einfach mal mein Hirn zu resetten. Das heißt, das sind relativ schmerzhafte Sessions. Und allein die Schmerzen, die dir dann Lust bereiten, die schießen dich schon mal in ein anderes Level rein. Ja. Also bei mir geht das Ganze nur über Schmerzen. Wenn ich jetzt erzähle, dann okay, haben wir sind hier unter uns, hört ja keiner zu. Let's go, hört keiner zu, genau. Ja. Also, Nibbel. Du nimmst ja wahrscheinlich, wenn dir eine zärtlich reinbeißt, dann ist es wahrscheinlich für dich die Stimulation überhaupt. Überhaupt nicht. Bei mir überhaupt ist es so, da muss einem schon. Überhaupt nicht. Okay, ich hasse Schmerzen im Sex. Ganz wahrscheinlich. Also, auch wenn, das wollte ich auch mal sagen. Also, auch wenn mir zum Beispiel eine Frau früher so beim Akt, sag ich mal, so mit dem Fingernägel auf dem Rücken gekratzt hat, also so Kindergarten-Style für dich, das war mir schon zu viel. Hat mich total abgeturnt. Okay. Gut, dann jetzt ist für dich eine Horrorvorstellung. Ja, ich bin gespannt. Lasse die Spiele beginnen. Ja. Lasse die Spiele beginnen. FSK 16, Peter, bitte vergiss es nicht. I try it. Okay. So, also Nippel, das ist so, das ist sozusagen so das Tor zum Gemächt. Und wenn da ist ja, sag ich mal, so 99% der Männer überhaupt stimulierbar. Genauso wie auch die Frauen. Einige sagen, nö, aber da kommt ein bisschen auf die Technik drauf an, was du mit denen veranstaltest. Bei den Brustwarzen. Wie sie dir vertrauen, bei den Brustwarzen, ja. Ja, okay. Ja. Ich sag mal, du kannst die Fingernägel nehmen, kannst auch schon ziemlichen Druck aufmachen. Dann hast du an der Brustwarze verschiedene Bereiche, die du stimulieren kannst. Du kannst die Spitze nur stimulieren, wo die ganzen Nervenenden sind. Du kannst die Höfe stimulieren, beim Mann wie natürlich bei der Frau. Ja. So. Jetzt kannst du Klammern nehmen, verschiedener Couleur. Das heißt, die haben Zähne. Kannst welche Klammern nehmen? Kannst Wachs nehmen? Kannst Nadeln nehmen? Kannst Elektrospielzeug nehmen?
um die zu reizen. Also Das ist dann jetzt Elektrospielzeug klingt alles. schon ein bisschen nach südamerikanischem Folterknast. Die haben durchaus Stärken da. Okay, ja. Da brauchst du schon mal einen Knebel Okay, im okay. Mund, dass du nicht losreißt. So, und das Ganze fängst du dann in Lust umzuwandeln. Natürlich, der eine sagt, er braucht dazu keine Stimulanz vorher, das heißt kein Poppers, kein Hasch, kein 3MC, kein Speed, kein Ecstasy, kein gar nichts. Ich bin halt eben so einer, ich brauche halt ein bisschen Poppers dabei. Warum? Für die Grundstimulanz. Das ist das Enthemmte. Du wirst ein bisschen enthemmt auf das Poppers. Aber Du ich kenne kriegst ja ein Poppers, paar. ich kenne ja Poppers, aber Poppers hält ja nur so, wenn man dran zieht, so eine halbe Minute an eigentlich. Ein Wattebällchen getränkt mit Poppers ins linke und rechte Nasenloch, das andere offen gelassen, hast du Oh. durchaus mal 5 bis 10 Minuten Spaß. Okay, jetzt verstehe ich das. Also, okay, weiter, ja. Oder über die Maske. Wenn du Über es die über die Maske. Maske ziehst, dann Okay. sollte dein Kreislauf aber stabil sein und du solltest liegend stehen. Du solltest liegend Ja. behandelt werden. Behandelt werden, ja. Okay. Ja. Und dann, und wie gesagt, wie gesagt, es kommt ja immer auf den Schmerzpegel drauf an. Und wenn dieser Schmerzpegel anfängt, Lust mal, weil du musst auch Bock auf den Mist haben, in Ja, schon klar. Anführungszeichen. Du Ja. musst Lust drauf haben. So. Und wenn also, du kannst dann ganz handzärtlich anfangen mit Küssen, mit Streicheln, das ist alles mit Eiswürfeln, ist alles mit drinne. Nur irgendwann kommt dann der Kick, wo du sagst, jetzt darfst du aber mal fester zugreifen. Junge Frau, junger Mann. Und ja. Und dann steigerst du den Schmerz. Das ist halt immer ein Unterschied, ob der Schmerz brutal kommt oder ob der Schmerz angehoben wird. Das heißt, brutal, wenn du jetzt zum Beispiel einen Bobbes vor dir hast oder ich selbst werde gespankt mit Gerte, Rohrstock, Gürtel, Schuh oder was gerade in der Nähe ist, dann gibt es aber eine Vorbehandlung vom Bobbes. Das heißt, er wird mit der Hand schon mal aufgewärmt, dass der Bobbes rot ist. Ja, schon Weil klar, wenn du da okay. jetzt mit der Gerte drüber ziehen würdest, wird es einen Striemen hinterlassen, die ziemlich lange sichtbar sind und auch unter Umständen zu Komplikationen führen können. Ah, okay, also man muss den Hintern, sage ich jetzt mal, ja, bevor man den peitscht, damit wir mal im Deutschen bleiben, weil Spanking, glaube ich, weiß jetzt nicht jeder, ja, muss man schon aufwärmen, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Damit es keine Narben gibt, die dann zurückbleiben. Genau. Und wenn und wenn und dieses und dieses Aufwärmen steigert schon mal wieder dein Schmerzlevel, Ja. wo du langsam anfängst, das Ganze in Lust umzuwandeln. Ja, dann bist du aber auch noch immer auf dem Level, sag ich jetzt mal, von Poppers etc. Ja, und dann kannst du dann die Eier quetschen, Eier streicheln, Eier schlagen, Aber die genau, Eichel behandeln. ja genau, also ich würde jetzt gern mal beim Eierquetschen bleiben. Also letztendlich sind die Hoden ja auch eine Art ja, lebenswichtiges Organ oder Anhängsel. Und wenn ich es ja quetschen höre, klingt das für mich schon echt gesundheitsgefährdend. Ja, Druck ausüben wäre vielleicht der bessere Weg. Natürlich gibt es Leute, die stehen total drauf, wenn es wirklich mal, wenn es mal mit der, wenn es ohne mal richtig klatscht. Was man aus so Filmen halt eben so kennt. Okay. Und gibt es da keine Schäden? Wenn man weiß, wie man es macht, nicht. Also und die Leute, die, sage ich jetzt mal, sich deinem oder von dem Kunden, dem Gemächt oder den Testikeln zuwenden, das müssen Ja. schon Leute sein, die ihren Plan haben, was sie da eigentlich tun, oder? Ganz genau. Also keine Dilettanten und keine 18-Jährigen, die nicht wissen, was sie tun, aber sie machen es die ganze Nacht. Nee. Aber ich denke, sowas gibt es auch. Ach, sowas gibt es durchaus ja auch, aber das kriegst du schon mit. Okay. Wenn du ein bisschen Erfahrung hast, dann kannst du die relativ schnell Aussortieren. rauskristallisieren. Und Weiter. ja, jetzt gibt's eine Spielart, die ist, finde ich, total prickelnd. Ich bind mir die Eier ab, sodass Ja. sie schön stramm sind. So, da ist naja, dann ist das Gemächt, sage ich mal, 10 cm lang. Dann kommt da ein Verrieser drüber.
Und dann setzt, ich sage, setz ich meine Partnerin oder meine Spielpartner oder mein Spielpartner auf meine Eier, führt sie ein, entweder in die Rosi oder in die, ja, Hintern? in die Uschi. Ach, In die Uschi. Rosi oder Uschi? Ah, ja, okay, ja. Warte mal, stopp, stopp, Und stopp, 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 stopp. Deine ich habe das Hoden. nicht weggelassen. Deine Hoden. Meine Hoden. Meine Hoden. Nicht den Mit Penis. Kondom. Nein, nicht den Penis. Wir sprechen jetzt Ah. von den Hoden. Und über den Die werden an Hoden die. ist ein Kondom drüber. Ja, über den kompletten Hodensack. Hodensack, ja. Das sind medizinische Begriffe, kann man ja sagen. Okay. Ja. Da ist ein, und warum So. ein Kondom drüber, damit es flutschiger ist? Ja, wenn die Seile drüber sind, wenn die jetzt irgendwie, sag ich mal, mit Lederband oder mit Schnürsenkel abgebunden hast, gut, man desinfiziert das Ganze, ja, logisch. Ja. Aber trotzdem hast du immer noch irgendwelchen Dreck dann dran. Und wenn du den jetzt in die Vulva einführst, Ja. und Ah. ja. Also es hat eine hygienische Komponente. Ganz genau. Und auch eine kleidende Komponente. Weil da kommt ja ein Mhm. bisschen Gleitgel drüber, etc., etc. Und Wenn die. Wenn und dieses, entschuldige, wenn ich jetzt da so da, ich bin voll bei dir, das merkst du ja, ja. ja, ich merk's auch. Ja, wenn man jetzt dieses, ich sag's mal, dieses Hodenkunstwerk, ja, Ja. das führt man dann rektal oder vaginal ein. Ja. Was hat man Genau. davon? So, also, diejenige hat dann oder derjenige hat dann das Gefühl, ausgefüllt zu sein. Weil ich sag mal, wenn du dir deinen Hodensack mal auf 10 cm abbindest, das ist schon eine kleine Hausnummer. Was heißt auf 10 cm? Ich kann es doch gerade nicht vorstellen. Was, wie meinst du das mit 10 cm? Du weißt, wie ein Atompilz aussieht. Ja. So. Und den Der umgekehrt. runde Kopf oben und der runde Kopf oben ist praktisch der Atompilz. Der Kopf oben Ja. sind praktisch deine Eier und du hast praktisch die Rauchsäule Ja. bis oben an die Eier abgedreht. So, dann hast du ungefähr, sag ich mal, den Mini-Atompilz dann von 10, 12, 13, 14 cm Länge. Je nachdem, wie lang die Hodenstränge sind. Da muss auch ein Grad Gewicht dann dran. Nein, da muss überhaupt kein Gewicht dran. Weil du hast es ja schon mit einem Schnürsenkel abgebunden, der, sag ich mal, 1,50 m, 1,80 m, 2 m lang ist. Ach, das ist wie so eine Art Zopf dann. Ja, so ein Hodenbondage. Hodenbondage, das ist das Wort, was jetzt kann ich es mir vorstellen. Okay, gut. Okay. Also, Wow. und dann Wow. kommt da, und dann kommt dann das Kondom drüber. Ja. Natürlich sind deine Eier dann schon prall abgebunden, also Ja. Eier, sorry, Und die Hoden. können da jetzt nicht absterben oder so. Nö, 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 die sterben erst ab, wenn der Sack blau ist. Okay, na dann. Okay. Aber das hat man ja dann im Blick. Also eine Dreiviertelstunde halten die mal locker aus. Okay. So, und dann wird der natürlich in die Öffnung eingeführt. Natürlich geht es auch oral. Das ist auch kein Thema. Ja, aber das fetzt nicht so. Oh, Doch, jedoch, ja. okay. Hast du schon mal in deinem Mund so ein Hodenbondage gehabt? Ja. Von einem Mann, ja klar, also okay. Also da spielen dann Einen Geschlechter schönen auch keine Hoden. Rolle mehr, oder? Ach, bist der Bi, oder? Ja. Ja, genau, stimmt, ja. Ja, weiter. Und das ist, ja, das ist, und so unseren Sack im Mund zu haben, das ist einfach, du kannst ja nicht mehr reden, ganz klar, logisch. Aber wenn du das gemacht bekommst, dass dein Sack da im Mund drin ist, Bei jemand so, und anderem. dann kommt es natürlich bei jemand anderem, Ja. so. Dann kommt es jetzt drauf an, liegst du nur da und genießt einfach nur, wie die Zähne, die Zunge etc. drumreisen, um das Gebilde umschlingen. Genießt den Druck, der dann durch die Zähne drauf ausgeübt wird, bis dir der Schweiß auf der Stirn steht. Du noch eine Runde Poppers ziehst oder hast vorher eine weiße Leine drin. Christel oder Koks? Oder hast, Egal. sag mal, ich, ja, ich sag mal, bei Crystal hast du halt eben das Problem, da fing die Wirkung erstmal so, ja, ich sag mal, was sich so richtig geil macht, erst nur so 3 oder 4 Stunden an. Ja. So war es bei mir halt eben jedenfalls. Ja. Und bei Koks ist es dann schon eher schneller da. Okay. So. Und dann beißt die Dame dann da rein. Oder der Herr, je nachdem, wer es bei dir macht. Oder bei mir. Ich rede das von mir. So. Beißt, Und dann wird der Druck, ja, weißt da ganz zärtlich rein. Das ist einfach zärtlich. so, wie will ich das sagen?
Stell dir einfach mal vor, du hast eine Mandarine, aber ja, Ja, doch eine Mandarine im Mund. Eine Mandarine im Mund. Dein ja. Mund ist ausgefüllt. So, Okay. und dann kannst du ganz leicht zudrücken, ohne dass was passiert. Du kannst natürlich auch Okay. noch fester zudrücken. Ja, klar, So, es gibt keine dass Grenzen. dann, Ja. ja, dass dann die Flüssigkeiten ausdrücken. So. Und so kannst du das natürlich schon auch mit den Zähnen machen. Und dann gibt es natürlich ganz geile Spiele. Meistens, wenn die Dame oder der Herr dann vor dir positioniert ist, die mit ihrem Mund dann unten dran ist, dann hast du ja gewisse Sachen von ihr oder ihm in spielbarer Nähe. Sprich seine Nippel. Darf man sagen? Ja, ich denke schon, ich versuche mir jetzt gerade das Körpergebilde der zwei Menschen vorzustellen. In was für Positionen ist man da? Also ich liege da meistens auf dem Rücken Ja. oder im Sling. Ja. Gut, im Sling geht es jetzt weniger, aber wenn du, aber wenn sie vor dir kniet oder der Typ kniet vor dir, Ja. dann sind die, und ich mit dem Rücken etwas hoch liege, Ja. dann kommen meine Arme etwas weiter vor und Ja. ich kann dann, während sie oder er dann da unten genüsslich reinbeißt, dran saugt, dran leckt oder sonst was, kann ich dann ihre Nippel Ah, okay, bearbeiten. verstehe. Also ist gar nicht so Gibt's. ungewöhnlich. Okay. Nö. Und dann kannst du, und dann gibt es das schöne Spiel, je fester ich die Nippel bearbeite, desto fester muss dann sie oder er mir Ja. mein Gebilde bearbeiten. Ja, also so Frage-Antwort-mäßig. Ja, genau. Drücke ich fester, hätte ich es gern fester, drücke ich es weniger fest, dann hätte ich es ganz gerne reicher. Klar, weil sie kann ja nichts sagen. Sie Genau. hat ja deine Testikel im Mund. Genau. Und das ist eine, wenn man drauf steht, eine sehr geile Spielart. Kann man nicht Hat anders so formulieren. fast was von Kommunikation. In einer ganz, ganz intimen Verbindung. Genau. Man nennt es auch Morsen, glaube ich. Also, pass auf, Buddy, ich muss dir jetzt mal ehrlich sagen, also das ist so eine der Bilder und Praktiken, die ich irgendwo noch nachvollziehen kann. Ja, also das ist für mich jetzt noch irgendwo nachvollziehbar. Und also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gleich jetzt hier nach dem Stream jetzt rüber ins Wohnzimmer gehe oder so. Aber okay. Komme ich noch mit. Aber das ist natürlich jetzt erst das Vorspiel, oder? Ja, das ist das Vorspiel. Da kannst du jetzt natürlich auch, dann kannst du sagen, hier, jetzt nimmst du mal den Mund weg und setz dich einfach mal mit deinen Öffnungen auf mich drauf. Natürlich ist dann, bei dem Vorspiel ist natürlich dann Drops dann oben schon, weil es dann richtig geil ist. Und wenn dann die Testicles dann in der Vulva eingeführt sind, und dann kann die Dame ja noch durch ihren Beckenmuskulatur, die kann ja dann auch gewissen Druck ausüben. Der Oder kann dann unter sich greifen. Penis kommt jetzt überhaupt nicht ins Spiel. Nein, der bleibt draußen. Der bleibt, das okay, das ist irre, okay. Der liegt dann da irgendwie, der ist sicherlich steif. Ja, klar, der ist dann, damit kannst du Nagel in die Wand hauen. Ja, okay. Okay, ja, okay. Aber es geht jetzt Hauptsache bei dieser Praktik erstmal um die Hoden. Darum dreht sich gerade Ganz alles. genau. Okay. Ja, das ist dann so der Einstieg, und dann kannst du dann praktisch, ach. Und dann, wenn das Mädel dann auf dir sitzt, die Hoden sind in der Vulva eingeführt, du hast dann den Druck von den Muskeln dann drauf. Ja, und dann, gut, ich stehe da drauf, mir geht da voll einer ab. Und dann, wenn sie dann noch schöne lange rote Fingernägel hat und dann vorne über die Eichelkribbel überkratzt. Könntest du wahnsinnig werden. Ich muss, glaube ich, aufhören zu erzählen. Ach, du wirst gerade geil. Okay. Na gut, okay. Ist so schön, dass jemand im Stream auch mal geil wird. Ja, okay, na gut, Schau dann, wenn es dich jetzt so triggert, mal. Nee. dann überspring doch Nein, mal nein, ist was. Nee, alles, nee, okay, ist gut. alles okay. So, ist alles okay. Ja, und das, und das, das sind alles so, das meine ich halt eben mit Steigerung. Wenn du dieses ganze Gefühl dann nach oben bringst. So, und dann bist du eigentlich schon in dem Moment, wo, also ist bei mir, wenn die Teile schon kommen, wo es dann so in den lustvollen Schmerz übergeht, dann bin ich schon entkoppelt von meinem Penis. Dann bin ich schon in dem Bereich drin, wo es dann oben anfängt, spaßig zu werden.
Okay, Weil du dir dann überlegst, was macht sie als nächstes, was kommt als nächstes oder wie steigerst du noch diese Gefühle? was wäre eine Steigerung? Was wäre dann die Steigerung? Ja. Die Steigerung ist dann, wenn sie dir noch dann die Nippel besparst. Und dann ist man aber bei der, sage ich mal, Sexualpraktik ist es dann noch ausgereizt. Also dann kommt doch nichts mehr. Dann kommt eigentlich auch nichts mehr. Das ist Ja. dann, das allein kann schon dazu führen, dass du ein Gewitter im Hirn hast. Beim Und Morsen. das ist jetzt nur noch beim Morsen, genau. Und das ist dann jetzt schon, sag ich mal, eine harmlose Praktik. Ja, also so wie ich dich kenne, war das jetzt bis jetzt auch Kindergarten, muss ich mal sagen. Also ging ja alles War zum noch. Auf. Ja. So. Okay, Morsen ist vorbei. Es ist jetzt, sage ich mal, Dienstag. Sonntag hat man gemorst. Jetzt ist Dienstag und jetzt will man einfach mal noch eine Schippe drauflegen. Was macht man dann? Was man dann macht, ja. Soll ich in der Devotenader bleiben oder soll ich in die Dominante Mach überwechseln? mal eine Dominante jetzt. Oh, jetzt. Harmlos oder? Schon okay. Also ich will ja auch ein bisschen, also gehen die Fallen. Du willst auch ein Also bisschen Spaß ja haben. genau, ich will Okay. unterhalten werden. Du kennst gewisse Seiten, nehme ich an, wo man sich daten kann. Die ist bei dir im Stream schon auch mal gefallen, glaube mit dem Schweizer oder Ah ja, Österreicher, wenn es genau. war. Ja, Marcello Ja. war das, der leider Gottes mich zweimal versetzt hat. Wäre für dich auch ein interessanter Typ gewesen, glaube ich. Hätte euch viel zu erzählen, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir könnten mal einen Dreier machen, also vom Stream her. Das wäre der Hammer. Ich müsste mal eine Skype-Konferenz machen, die dann hier reinziehen. Das wäre natürlich der Knaller. Versuche ich mal Weil hinzukriegen, okay? er hat ja ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, nicht so hart wie du. Der ist, glaube ich, noch am Anfang und war auch eher fast Opfer von so einer Geschichte. Ja, also wo es eben nicht um freiwillig ging, sondern da war es ja, stand ja schon fast Missbrauch im Raum. Ja, Ja, und das habe ich ja mitgeredet, wo sie ihm da Zeug in die Getränke gemischt haben. genau. Gut. Ja, okay, Okay. aber Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? bitte? Wie viel Uhr haben wir? Ja, es geht schon wieder rasend schnell. Also ich sag mal, du hast gute 20 Minuten. Oh, okay. Zeitraffer, alles klar. Nö, nicht Also, Zeitraffer, wir können ja noch tausende Streams machen. Wir haben genug zu erzählen. Ja. apropos 1000, der letzte, der ist ja in die Höhe geknallt. Ach du. Ja, auf jeden. Also du bist gut dabei, meiner. Du bist jetzt schon fast bei der Tausender-Marke. Ja, stimmt. Aus diesen. So, der. So, also fangen wir an. Ja. Das ist halt eben, ja, manchmal ist es ja so, keiner ist da, dir ist langweilig. Dann gehst du halt immer in den Chat rein. Ich hab ein Profil bei G-Romeo, die blauen Seiten. Genau, das hat er auch Da erwähnt. treffen Das sich, hat Marcelo auch erwähnt. Geh Romeo. da, da, da treffen sich Schwule, Lesben, Heteros, Bi, Transen, etc. So. Und da gibt es auch, ich habe da meine speziellen Leute, das hat sich über Jahre Freundschaft angebaut und auch großes Vertrauen. Und da gibt es, habe ich zwei Pärchen, zwei schwule Pärchen und ein Bi-Pärchen mit dabei. So, und dieses Bi-Pärchen, da will er immer, also freiwillig, in der Opferrolle sein. Sie möchte zugucken, Wie du wie er ihren Mann bearbeitest. mit zwei, drei, vier, fünf anderen Typen. Wow, okay, ja. Also schon richtig ordentlich. Okay. Geht in so Gang-Rape, Du wolltest. ja? Geht es in so Nee, eine nee, Richtung? das ist kein Rape. Rape ist erst dann, wenn es gegen den Willen Ja, ist. okay, na gut, ich hab das, die Floskel jetzt sehr unüberlegt gebraucht. Okay. Weiter. Und das ist eher mal so Rough Sex Ja. und fällt halt eben unter Willenlos und Zügellos so. Und sie steht halt eben drauf, wenn zwei, drei, vier, fünf Typen sich ihren Mann vornehmen. Sie sponsert aber auch dann alles, was man dazu braucht. Zum Beispiel? Er zieht sich, weiß auch, was über die Plugger macht, aber ich glaube, spritzen tut er nichts, weil er nimmt dann Opium. Wie raucht er das oder wie? Er raucht es über die Plugger, ja. Über die Bong raucht er Opium. Nee, Okay. über Shisha. Shisha, genau, Weil er so es spitze muss ja ist. verglimmen. Es muss ja, also Opium Genau, raucht man ja genau. mit so einer Verglimmungsgeschichte, genau, aber mit einer Bong geht das gar Genau, nicht. genau, Okay, genau. Genauso wie du Hasch über die Shisha ziehen kannst, aber das ist halt zu wollen. Ja, genau. So, und da ist er im Prinzip schon
Jo. Dann sie sagt dann, wie sie es gern hätte. Kann sein, dass sie mit ihm mal spazieren geht, dass wir dann zufälligerweise dann vorbeikommen, ihn dann entführen. Ach, so Er ist richtige, dann schon so richtige einigermaßen. Szenarien werden dann aufgebaut. Ganz genau, Ja, ganz okay. genau. Wir sind auch ziemlich geil und gehen meistens übers Wochenende. Ja. So, dass man ihn dann mal entführt oder er kommt einfach dahin und er liegt dann schon da in seinem Tran oder er ist schon in seiner Welt drin. Sie hat ihn schon kräftig bearbeitet, weil sie dominant ist. Und wir sitzen im Wohnzimmer und haben dann im Prinzip schon alles vor uns, was wir dann brauchen, dass wir nicht mehr die sind, die wir mal waren. Also Sturmhaube und so eine Geschichten. Sturmhaube, ja, Lederhose, Chaps, was du so willst. Also, dass du mit dem, wie du reintrittst, nicht mehr der bist, Ja, schon der du mal eine warst. Maskierung. Du hast da, das ist auch relativ professionell eingerichtet. Du hast da deine Spins, wo du deine Klamotten reinsetzen kannst und. Die weiß die Größe von jedem und dementsprechend kleidet sie sich dann auch ein. So. Dann hast du dann im Wohnzimmer einen Tisch vor dir liegen. Bei denen in der Wohnung ist das. Mit denen in der Wohnung. Ja, okay. Die hörst du dann schon meistens aus dem Nachbarzimmer, wie sie mit ihm umgeht Wie denn? und schon Spaß hat. Da hörst du schon manchmal gute Schreien, da wird ein bisschen gepeitscht, ein Okay. bisschen verhandelt. Okay. So. Ja. Dann wird er von ihr schon mal so vorbereitet, von oben runter gemacht, dass er ganz klein ist, dass er unter der Teppichkante Fallschirm springen könnte. So klein wird er von der gemacht. Psychisch, So. verbal. Psychisch. Verbal, ja. Ja, Auch okay. psychisch. Also wie gesagt, du bist ein Versager oder was sagten die Leute da? Das, ja, mit dem Versager, kommt schon in die Richtung, wenn ich jetzt alles andere sage, das ist dann FSK 18. Okay. Aber es geht schon in Richtung klein machen, runterdrücken, du bist Genau. nichts wert, du bist Dreck und so eine Du Geschichten. kleine Ratte, leck den Dreck von meinem Schuh ab, so Also ungefähr. okay. Und das war noch harmlos. Genau. Okay, So. Und dann sitzt du dann dort im Wohnzimmer. Dann hast du verschiedene Sachen, die du dann einschmeißen solltest. Und sie hat da dann wirklich aufgebaut. Aber da findest du wirklich die ganze Couleur von dem, was eigentlich nur Drogenküche hergibt. Und da ist Was schmeißt du dir das. da ein? Ich meistens entweder Koks oder das 3-MMC. Okay. So. Weil das Koks hat den Vorteil, es ballert als erstes rein, gut, genauso wie das Crystal. Aber auf Koks werde ich sofort geil. Und beim Crystal dauert es halt eben zwischen 2 und 3 Stunden, wo Kenne ich ich. dann. Kenne ich ja, weil der Hit ist erstmal so stark, da muss man erstmal klarkommen. Wenn man dann so ein bisschen runterkommt, dann kommt die Geilheit beim Crystal. Ja. Genau. Und, ja. Und dann hast du so, und dann wird noch, und dann haust du ja noch ein bisschen Anthrozgard in der Penis rein. Anthrozgard ist eine, ja, kriegst du über einen Arzt verschrieben. Sie ist irgendwie, was weiß ich, Ärztin, sie kann das Zeug selbst besorgen. Und Anthrozgard. ja, das nutzen die Pornodarsteller. Oh, nie Das ist im gehört, okay. Prinzip flüssig, das ist flüssig Viagra. Ah, Das okay. spritzt ihr dann in die Schwellkörper rein und dann hast du eine Dauererektion von 2, 3 Stunden. Okay, Wahnsinn. Der wird dann noch mal ganze 2 cm länger und 2 cm breiter. Muss ich mir gleich mal aufschreiben. So. Okay. Ja. Wetten ab, ist es genauso gut. Hält zwar Okay. nicht so lange, aber. Okay. So. Und solltest aber nicht mit Viagra mischen. Kriegst einen Herzinfarkt. Nee, das kann nicht so sein, dass er dann abführt. Abfällt, Abstirbt. abstirbt. Abstirbt und abfällt. Na prima, okay. Ganz genau. So. Ja, und dann bist du eigentlich schon mal vorbereitet, dann ruft sie dich dann da rein und dann kommen dann so 3, 4, 5 Typen rein und die nehmen sich den Typen dann vor. Dem ist aber dann ganz klar, dass er sämtliche Rechte abgegeben hat. Was heißt Und vornehmen? er einfach. Vertrescht ihr den dann oder was passiert dann? Sie gibt es vor, aber meistens ist es so bis Backpfeifen, anspucken, Nippel quälen. Ja, im Prinzip kannst du mit dem machen, was du willst. Und dem Okay. gefällt's. Und dem gefällt das und dir gefällt das auch. Mhm. Weil es ja im Kontext der Freiwilligkeit ist. Ganz genau. Also, das ist ja auch völlig klar. Also, es gibt schon einen Unterschied, ob man jetzt Leute quält gegen ihren Willen, was ja in eine Foltergeschichte gehen würde,
Das wäre ja Das, Moral. was absolut nicht mein Fall ist. Genau. Das möchte ich noch hiermit unterstreichen. Das wollte ich jetzt extra Das ist mal. immer die Freiwilligkeit. Genau. Das wollte ich jetzt extra mal erwähnen, damit es irgendwo auch klar wird, dass du hier kein sadistischer Quäler bist, sondern dass das alles in einem sexuellen Freiwilligkeitskontext stattfindet. Ja. Und derjenige das ja auch immens einfordert. Genau. Er hat aber immer noch die Möglichkeit, deswegen ist ja auch seine Frau mit dabei, Ja. jederzeit auszusteigen. Ja, okay. Mit so einem Safe Word. Ganz genau. Wenn er natürlich was im Mund hat, dann kann er sich nicht artikulieren oder gestikulieren, aber das meistens kommt es dann schon raus irgendwie. Ja, und dann kannst du ihn wirklich so benutzen, wie du es halt eben willst oder wie man es aus Pornos kennt. Sag mir mal das Extremste. Was passiert da so? Ah, jetzt wäre ich komplett für krank gehalten, aber okay. Zwei Penis im Anus und zwei im Mund. War gut. Und einer zieht die Nippel dran lang, dass du eine Schiffsschaukel dranhängen kannst. Und das ist Während für sie den das, ihm. das ist für den das Größte auf der ganzen Welt. Ich will nicht sagen, das Größte, aber da geht er tierisch drauf ab. Ja. Wahnsinn, okay. Und das ist der will dann wirklich benutzt werden von hinten bis vorne und das ist du und dadurch, dass du dann das Koks drin hast, das Poppers dann drin hast, das Poppers hat ja mit dem Koks nochmal eine duplizierende Wirkung. Da, und wenn du dann das und wenn du dann und wenn du dann danach oder wenn du dann dabei bist und dann noch eine Nase Kristall dir reinführst, dann bist du nicht mehr der du warst. Alles klar. Du bist dann einfach nur noch eine Maschine. Du bist ein Tier. Bist ein Tier, du willst dann deine Gelüste erfüllt haben, dann ist ja alles im Prinzip egal, was der Typ dann unter dir will, neben dir will, hinter dir will. Stell Du mir willst gerade. einfach nur noch. Ja, was stellst du gerade vor? Ich stelle mir gerade die Geräuschkulisse vor. Ja. Das muss doch auch krass sein, oder? Wenn da fünf Leute aufeinander, ineinander verrenkt sind und ja schon im animalischen Status da völlig freidrehen. Das, also ich stelle mir die Geräuschkulisse gerade echt auch brutal vor. Ja. Okay, Gott sei ne? Dank haben sie einen schalldichten Keller mit ja, mit kontrollierter Belüftung, Be- und Entlüftung. Okay, also es Weil scheint. das wie der manchmal schreit, das ist unnatürlich. Jenseits von Gut und Böse. Jedenfalls von Gut und Böse, aber der braucht es. Er braucht das. Warum braucht er das? Wenn er das Der nicht, braucht das. wenn er das nicht kriegen würde, was würde er machen? Würde er Leute umbringen oder was? Nein, er wird keine Leute umbringen, aber er wär nicht selbst. Der braucht es. Der braucht diesen hier Reset. Ja, wie soll ich es umschreiben? Er ist in einer Position drin, wo er viele Untergeordnete hat. Er ist in einer Position drin, wo er ungefähr, naja, ich sag mal so um die 10.000 Also eine Untergeordnete hat. Führungsperson auf hoher Ebene. Ganz genau. Und sie, also klingt ja So. danach beides Akademiker oder beides auf jeden Fall obere soziale Schicht mit Genau. Eigenheim, also gut situiert. Genau. Und das sind so Genau. ihre Geheimnisse. Das sind so die Geheimnisse der High Society. Ja, okay, krass. Und Ich. der braucht es auch mal. Das ist. Und der ist dann, wenn das Ganze rum ist, ist der am Ende, ist der jetzt sowas von entspannt. Der ist ruhig, der ist wie ein kleines Kind. Genau, wie lange geht so eine Session? Das kommt drauf an. Durchschnittlich, 2, 3 Stunden. Nachdem hast du dir. Nee. Länger? Deswegen nimmst du kein Crystal. Ja. Und der hat sich kein Opium rein und hat sich auch kein Chloraethyl rein. Was Also war nochmal, was, ja genau. Chloraethyl, das ist ein. Kriegst du in der Apotheke, ist ein Eisspray Ah, von einer okay. bestimmten Firma. Ja. Das kann auch zu Halluzinationen führen, kann auch zu kurzfristigen Geilheit führen. Aber nicht, dass die Leute jetzt anfangen, sich das in der Apotheke zu holen und durch die Nase zu ziehen, dann ist die Nase tiefgefroren. Das sollte man nicht machen. Das machst du halt einmal. Ja. Ja, das machst du einmal, dann nie wieder. Ja. Ja. Ähm, Ja. Aber ich will jetzt da nicht dazu das ausführen, wie man das nimmt, weil nö, nö, musst du auch nicht. wenn einer falsch macht, dann bin ich immer noch dran. Genau. Also gehen wir es mal von 8 Stunden aus, oder was?
Ja, das war dann so die Aufwärmphase. Das geht dann auch über Tage. Ja, das geht übers Wochenende, 2, 3 Tage. Wie gesagt, wenn du Crystal in der Blutbahn drin hast, Ja, schon weißt du ja klar. selbst. Ja. Ja, aber. Und da bleibt auch. Es kann sein, dass du über die 2, 3 Tage, manchmal auch ein verlängertes Wochenende, dass du persönlich dann 2 bis 3 Gramm Crystal drin hast. Ja, das geht aber. Also, ich mache jetzt mal einen kurzen Abstecher, okay? Weil Ja. es kam auch die Frage hier im Chat: Wie ist eigentlich dein Drogenkonsum außerhalb solcher Sessions? Oder ist dieser. Nada. Okay. Also, dieser, muss man ja sagen, massive Drogenmissbrauch, weil 2, 3 Gramm Crystal ist eine Ansage, ja, ist immer nur verbunden mit der Sexualität. Genau. Okay. Gut, unter der Woche halt eben mal ein Gläschen Bier oder 2 oder 3 Shisha rauchen, etc. Ja, das ist ja Aber da nun, ist ja, halt eben nichts darüber dabei. reden wir ja gerade nicht. Ja, Ja. genau. Okay, aber ich meine, es ist ja auch schon klar, ich sag mal, dass das jetzt auch nicht gesund ist. Nee. Das kann Das, aufs Herz schlagen, etc., etc. genau, also ich habe meinen besten Freund an einem Schlaganfall verloren auf Crystal, ja. Und diese extremen Praktiken plus Crystal und Polytox, das geht natürlich massiv auf die Pumpe. Das geht mir aber wie auf die Pumpe. Wir haben auch schon mal den Fall gehabt, das war nicht bei den Sessions, sondern bei einer anderen, da hat einen Epileptiker gekriegt auf Koks. Okay. Und wie geht man dann damit Und um? dann Eck. Ja, wie geht man damit um? Dann musst du gucken, dann musst du den, dann rufst du einen Notarzt an, weil austrappeln lassen mussten. Aber du bist dann bei Erklärungsnot dann bei den Ärzten. Ja, Und die klar. Ärzten, die dann kommen, die rufen natürlich an die Polizei. Und dann musst du da Frage und Antwort stehen. Letztendlich ist es ja, also muss man ja sagen, wenn das ganz hart auf hart kommt, ist Konsum nicht strafbar und das, was er tut, ja auch nicht. Nein, das nicht. Aber man entblößt sich, Aber man gibt einen Geheimnispreis. ja, man gibt ein Geheimnis, war es ja gut, aber das Problem ist, wenn du bei gewissen Sessions gewisse Mengen im Hause hast. Ja, die müssen natürlich weg. Ja. Also bevor man einen Arzt anruft, dann muss das natürlich dann weg. Nehme ich es Wenn mal du an. das dann auch in deinem verstrahlten Hirn noch Ja, mitbekommst, klar, dass das okay. weg muss. Ja. Ja, klar. Ja. Also gut, das wollte ich nämlich jetzt auch mal erwähnen, dass das alles auch nicht ungefährlich ist. Mit so einem massiven Nein, nein, Drogenkonsum. das ist. Ja. Nein, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt immer, sag ich mal, Koks und Poppers nimmst, sind beide kontraproduktiv. Poppers ist im Prinzip ein Downer. Das erweitert die Arterien, Koks zieht die Arterien zusammen. Und diese Kontramischung dann dazwischen. Geht so in Richtung Speedball. Genau. Und das ist. Mir hat es mir jetzt auch schon selbst auf Koks und Poppers, da hatte ich eine Nase zu viele Poppers oder das Poppers war zu frisch. Dann hat es mich umgehauen, als wenn ich gegen ICE gelaufen wäre. Hast du da keine Angst? Also das ist. Also ich meine, dass du halt stirbst. Das verdreckt mir in dem Moment. Weil Ich habe ja. die Gier nach dem Sex ist so groß. Ja, beziehungsweise. Der Tod ist für mich nicht das Problem. Okay. Der Tod gehört zum Leben dazu. Ja, ich muss dir sagen, wenn man irgendwann eigene Kinder hat, ändert sich diese Einstellung. Aber Glaube ich hier gern. ja, aber du hast ja kein Kind, richtig? Genau, du, ich erinnere mich, unfruchtbar, Asbesthaus. Ja, genau. Genau. Genau, okay, weil ich muss dir auch sagen, in meiner Drogenphase war es auch so, ich war mir eigentlich egal. Um mich ging es Genau. nicht. Ich war auch da auch hart im Nehmen, ja. Aber wenn man dann so ein Kind auf dem Schoß hat und das guckt einen an und sagt, Papa, ich hab dich lieb, da ändert sich einiges. Ja, weil da, Durchaus, durchaus. na klar, weil da ist ein Mensch, der braucht dich. Ja, Klar. aber das ist bei dir, genau, es ist ja auch ein Thema bei dir, was dich auch sehr beschäftigt hat und was, ich sag's vielleicht mal so, dir nicht vergönnt war. Genau. Ja, und darum gehst du Und vielleicht auch so ein bisschen laissez-faire mit der ganzen Geschichte um. Kann das sein? Selbstzerstörungstrieb, kann man sagen. Destruktiv, genau, ja. Ja, ich habe ja auch schon in gewissen Sessions, habe ich auch schon Nahtoderfahrungen gemacht, Ja, bewusst. ja.
Beim Mumifizieren. Das ist das ganz genau, Atemkontrolle. Ja, Wahnsinn, pass mal auf. Waterboarding. Waterboarding, Ja. das machen wir im nächsten Mal. Okay. Okay? Also so Guantanamo-Style. Ja, naja, so ähnlich. White Torture. Okay, gut, pass auf. Wir haben 5 Minuten jetzt noch, ja? Ich weiß, wir sind gerade gut drin, aber ich muss es auf 1 Stunde begrenzen, weil, ja, aus verschiedensten Gründen, weil das das Format ist und weil wir auch noch viel, viel zu erzählen haben in Zukunft. Ich würde gern, dass du die letzten 5 Minuten mal diese Pärchengeschichte noch abschließt. In dem Haus, ja? Was da noch zu erzählen gibt und wirst du dafür bezahlt? Ja. Also die geben euch jetzt kein Geld und sagt hier, also ihr habt einen Hund, macht meinen Mann mal fertig. Nein, nein, nein. Nein, nein. Das läuft alles nur auf Freiwilligkeitsbasis. Gut, Kostenunterschied ist dabei. Gut, wenn du 10er Blutbahn hast, dann brauchst du nichts zu essen. Richtig, auch trinken musst du. Solltest du aber machen. Ja. Ja, und ansonsten ist das alles freiwillig und ist deiner eigenen Geilheit geschuldet, wenn du auf diese Art von Praktiken stehst. Ich habe jetzt noch einen ganz durchzunehmen, jemanden als Ende. Ja? Ich habe jetzt noch mal einen ganz krassen Gedanken. Kann es sein, dass dieses extreme Sexuelle, ich muss es mal so beschreiben, jetzt aus meiner Warte heraus, ja, dieses extreme Sexuelle und diese Selbstzerstörungstendenzen mit diesem schon knallharten Drogenkonsum, ist da die Ursache dieses Nichtvorhandensein des Kindes, dieser Kinderwunsch, der in deiner ersten Beziehung da so übermächtig war? Meinst du, das hat noch was damit zu tun? Nein, nein. 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 Also, das Nicht-Kinder-Kriegen hat mit dem Drogenkonsum nichts zu tun. Also auch nicht mit der Tendenz zur Selbstzerstörung, das meine ich damit. Die Tendenz zur Selbstzerstörung kam eigentlich danach. Wonach? Ab danach. Nach der Scheidung. Ah, okay, gut. Okay. Weil ich hatte ja nichts mehr zu verlieren. Ich hatte Privatinsolvenz gehabt und. Ja, ich hatte ja nichts mehr gehabt, was ich irgendwo sagen könnte, es ist mein Besitz. Ja. Und ich war dann im Prinzip nur noch, ich bin schaffen gegangen, dass ich mir dann verschiedene Sachen noch leisten konnte. Und dann habe ich mein Leben ein schönes Leben gemacht, so weit, wie es mir dann schön war. Gescheiterte Ehe und dann, das ist halt eben dieser Stino-Verlauf, du hast. Du bist in dem Trott drin, Haus, Frau, Kind. Und wenn da irgendwas schief läuft, wirst du von der Gesellschaft nicht mehr geachtet. Weil du kriegst von allen Seiten ein bisschen zugeballert. Du musst doch, bemüht dich. Nein, ein Scheiß muss ich. Fuck the system. Dem einzigen, dem ich Rechenschaft schuldig bin, ist meinem Spiegelbild. Sehe ich ähnlich wie du. Und wenn ich morgens in den Spiegel gucken kann und kann sagen, du bist eine geile Sau, dann ist der Tag für mich okay. Und wenn ich das morgens nicht kann, dann ist es kein... Könntest du auch in den Spiegel gucken und zu dir sagen, du bist ein guter Mensch und das würde dich befriedigen? Das würde mich auch befriedigen, klar. Okay, also geile Sau ist guter Mensch, das wollte ich jetzt damit sagen. Genau. Okay, genau. Okay. Das war so, mit, das kannst du damit so gleichsetzen. Okay, gut, ich wollte es nur verstehen, und, weißt du? Ja, okay. Ja, klar. Und es ist, deswegen, ich muss oder will auch keinen mehr rechnen. Ich habe gut, ich habe jetzt einen Partner und ich habe jetzt auch wieder ein Haus, ich bin glücklich verheiratet. Läuft im Moment alles wie geschnitten Brot. Aber wir lassen uns die Freiheiten, die wir gegenseitig brauchen. Und dieser Selbstzerstörungstrieb, das hat sich dann alles so nach und nach entwickelt gehabt, halt eben in der Zeit dann. Auch über die Domina und. Da wurde was geweckt in dir. Immer noch so, ganz genau. Was vielleicht und aber ich, schon da war. Ich habe auch meinen... Ja, was geschlummert hat, was ich nicht rausgelassen habe. Ja, was ich auch nicht ausleben konnte. Und jetzt kann ich es ausleben, beziehungsweise jetzt bin ich in einer Partnerschaft, wo das auch noch toleriert wird. Wir gehen damit ganz offen um. Ist die Aussage, wenn du es brauchst, dann nimmst du dir. Ich kann es dir nicht geben. Pass aber auf. Alright. Ja, krass. Ja. Also, ja, bin wieder mal positiv geplättet, muss ich sagen.
Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr fertig gemacht. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es war okay. Also nee, also es schockt mich zwar manche Geschichten, aber solange das alles in so einem freundlichen und auch sehr aufgeräumten Rahmen passiert, ist das für mich alles okay, weißt du? Weil ich Also wie finde, gesagt, es ist weder irgendwo, es ist kein Zwang nirgendwo dabei. genau, Es sei denn, er ist geworden. Dann ist Zwang dabei. das habe ich schon verstanden und das ist auch ganz wichtig, dass man das immer so erwähnt. Krass, also okay, mein Lieber. Möchtest du jetzt noch was zum Schluss sagen? Also ich mich auf die nächsten Male noch freuen. Definitiv, weil Und ja. immer wenn die Stunde hier so vorbei ist, hat man, da habe ich das Gefühl, dass es jetzt gerade erstmal losgehen würde, oder? Ja, genau. Ja, Ja, das Ganze drumherum erstmal, die ganzen Vorgeschichten und dann, ja, und dann, wo es richtig spannend wird, ist die Stunde rum. ja. Bäh, Genau, aber Ende der das sind Unterrichtsstunde. doch super Cliffhanger. So muss es doch sein. Oder? Eben. Genau. Also ich habe mir Eben. notiert, fürs nächste Mal, mein Lieber, Waterboarding. Check. Komm, ein paar Stichworte. Was noch? Waterboarding. Waterboarding, mach mal. Weiter. Was noch? Nächste. Worauf können wir uns freuen? Golden Shower. Golden Golden Shower. Kann ich Shower. mir was drunter vorstellen. Auch Kaviar? Da will ich jetzt nicht so viel verraten. War es nicht so dein Ding, glaube ich, mich zu erinnern. Ja, Okay, ich gut. weiß nicht. Ich kann Geschichten erzählen darüber, also die ich auch selbst erlebt habe. Das ist kein Thema. Okay. Und das Waterboarding hat mit Golden Shower zu tun. Ach, okay. Wow. Jetzt wird's interessant, gell? Okay. Waterboarding mit der goldenen Fontäne. Das könnte schon der Genau. Streamtitel sein, ey. Weißt du das? Mit zwei oder drei Fontänen. Mit zwei oder drei Fontänen, die dich dann waterboarden im Genau. orangenfarbenen Guantanamo-Anzug. Was für ein Ja, Bild. Orangeform war aber nicht. Ja, Ja, ja. okay. Ja, Das ist ja ja. mal deine Fantasie. Genau. Oh Mann, am Endeffekt habe ich dich noch verdorben, wenn wir mal fertig sind. Nö, Uiuiui. nö, nö, ich bin da sehr gefestigt. Also ich weiß schon genau, was Alles ich klar. will und was ich nicht will. Und das ist der Punkt. Also ich bin auch ein sehr dominanter Typ, finde ich, auch gerade was Sexualität angeht. Aber Schmerz war nie mein Ding. Nie, wirklich nicht. Das hat mich Okay. nie angetörnt. Und das ist ja auch völlig okay. Ja. Na Genau. gut, wenn du sagst, du von dir bist selbst dominant, dann ist das andere nichts für dich, logischerweise. Genau. Das stimmt. Gut. Also ich könnte es mir auch im dominanten, ich sag mal, latent BDSM-mäßig mehr vorstellen als auf der anderen Seite. Okay. Ich weiß nicht, wie deine Frau darauf reagieren würde, wenn ich sagen würde, ich würde dich mal mit auf eine Session nehmen, dass du einfach nur als Zuschauer bist. Vergiss es. Bitte erwähne das ja nicht. Ja. Okay, Erwähnen das ja alles nicht. klar. Ja, also das, Ja, ja, ja. gut. Na gut, Leute, pass auf, ich mache es den Stream mal zu. Okay. Okay, Und alles klar. wir sehen uns ja bald wieder, Pete, sage ich schon, Peter. Ja. Du bleibst noch kurz in der Leitung und ich mache den Stream jetzt mal aus, okay? Alles klar. Gut. Also, liebe Bis dann. Leute, genau. War eine krasse Streamgeschichte heute wieder. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Ciao, ciao.